Also ich habe mir heute extra die flachen Schuhe angezogen, um keine Blasen zu bekommen. Auf der IMM gibt es ja so viel zu sehen, wie zum Beispiel Möbelstücke, die aussehen wie aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die sind nicht nur richtig schön gemütlich, sondern sind auch einer der großen Trends in diesem Jahr. Wohin man schaut, Nierentische mal klassisch, mal modern interpretiert, gibt es bei fast jedem Möbelhersteller. Klassiker werden neu aufgelegt, ob Sekretäre oder Sitzmöbel. Retro ist zwar schon länger schick, aber mit den 50ern kehrt in unser Wohnzimmer ein Lebensgefühl zurück, das uns offenbar in der heutigen Welt fehlt. Es war die Nachkriegszeit und es gab Optimismus, Hoffnung. Und das drückt sich dann in den Menschen aus. Man hatte plötzlich auch neue Materialien zur Verfügung. Das beeinflusste das Design. Zum einen wollen die Leute ganz gerne Zeitbezug bei ihren Möbeln haben und sind weg von diesen Riesenformaten, wo man nur noch drauf rumlungern konnte. Es gibt jetzt also auch wieder Sofas, wo man in der Tat drauf sitzen kann. Klein und zierlich passt momentan eben auch besser zu unserem Wohnungsmarkt. Denn immer mehr Menschen leben alleine. Gleichzeitig werden die Mieten immer teurer. Ein richtiges Platzsparwunder ist auch diese Sauna. Gerade mal so groß wie ein Schrank lässt sie sich auf das Dreifache rausfahren. 15.000 Euro kostet sie, da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Aber wer sowas kauft, hat sowieso eine ganz andere Vorstellung von Raumaufteilung und liegt damit genau richtig. Neuer Trend ist, dass Badezimmer und Schlafzimmer miteinander verschmelzen. Auch hier fehlen zunehmend die Wände und man kann morgens seinem Partner schon beim Duschen zuschauen. Ich weiß nicht, ob sich der Trend durchsetzt, weil das will auch nicht jeder. Aber der Hintergrund ist so, dass alles wohnlicher wird. Das sieht man auch an den Möbeln im Bad. Sie könnten genauso gut in einem Jugendzimmer stehen oder sind knallig bunt. Eben echte Hingucker. Ich bin jetzt bei den jungen, wilden Kreativen, denn 19 Nachwuchsdesigner dürfen beim Pure Talents Contest ihre Ideen präsentieren. Eine davon ist Carina. Hallo Carina. Hallo. Du hast was ganz Besonderes mitgebracht. Ich habe eine tragbare Badewanne dabei. Okay, das soll eine tragbare Badewanne sein. Dann packen wir die mal aus, oder? Gerne. 7 Kilo ist sie leicht und 8,5 mm dünn. Das Material? Carbon und eine dreischichtige Lage aus synthetischen Materialien. Der Aufbau geht ruckzuck. 4 Minuten später steht sie da, die mobile Badewanne. Carina, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich wollte den Typus Badewanne einfach mal neu denken. Also das heißt, eine Badewanne entwickeln, die vom Material und von der Herstellungsweise und auch von der Art, wie man sie benutzt, in unsere Zeit passt und einfach ein Produkt für 2015 oder 2016 ist. Während die einen noch hoffen, die Möbelwelt mit ihren Designideen erobern zu können, hat es ein anderer schon geschafft. Mein Weg führt mich jetzt zu einem echten Messe-Highlight. Ein Haus ohne feste Mauern und auch noch rund gebaut? Das geht, zumindest hier auf der Möbelmesse. Sebastian Hergner heißt der Designer der Installation Das Haus. Und das Besondere ist, er ist der erste Deutsche, der seine Interpretation vom Wohnen hier ausstellt. Fluffig, leicht. Im Zwiebellook, dabei fließend und von jeder Seite zugänglich. Bei Sebastian Hergner gibt es keine geschlossenen Räume. Alles ist offen und veränderbar. Er setzt auf eine Architektur, die die Sinne anspricht. Badezimmerkacheln aus duftenden Seifenblöcken oder Textilien aus unterschiedlichsten Stoffen. Wir haben dann versucht, verschiedene typische Baumaterialien, Fassadenverkleidung wie Lochblech, Wellblech und so weiter zu interpretieren und Textil umzusetzen mit einem Plissé oder einem gelaserten Stoff. Akzente setzt er mit hochwertigen Möbelstücken, außergewöhnlichen Leuchten oder Raumtrennern aus Porzellan. Der 34-jährige Designer will mit seinem Haus vor allem eine Botschaft vermitteln. Hier war es natürlich schon so die Thematik, was heißt es Offenheit, Offenheit Menschen gegenüber, Kulturen gegenüber, was heißt es Gastfreundschaft, was heißt es zusammen zu kommunizieren, zu verbringen. Also es sollte wirklich ein sehr persönliches, intimes Haus auch sein. Klein, aber fein und immer mit einer offenen Tür für Gäste. So wohnen wir 2016.